Leute, was geht ab? Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ihr denkt euch vielleicht, warum verlädt der Junge jetzt hier die Reifen? Aber ich muss jetzt alles einpacken hier, was zum Auto gehört. Und dann muss ich los nach Koblenz fahren. Was mache ich in Koblenz? Ja, erstmal auf die letzte Fahrt mit meinem BMW. Aber ich packe jetzt erstmal schnell ein und erzähle euch dann gleich ganz entspannt mehr. Ja, ich bin sehr, sehr aufgeregt mittlerweile schon. Ich warte jetzt tatsächlich schon lange, weil es hier aktuell nicht so einfach ist, ein Auto zuzulassen. Aber ja, ich gehe auf die letzte Fahrt mit dem BMW, weil ich ein neues Auto abhole und der BMW deswegen weggeht. Und ich muss euch sagen, ich weiß ja nicht, wie es euch geht, aber ich bin da echt immer so ein bisschen emotional und finde das irgendwie, ja, ein bisschen traurig auch immer. So, ihr Lieben, ich packe jetzt hier noch schnell den ganzen Papierkram zusammen. Dann sehe ich gerade, ich habe noch eine Sonnenbrille vergessen. Und dann starte ich ab, Leute. Natürlich wird es ein Auto, was dem Mountainbike-Hobby entspricht. Das heißt, ein bisschen mehr Platz und dass man die Bikes da unterbringen kann. Und ich muss aber ehrlich sagen, ich bin wirklich so ein bisschen traurig, den BMW abzugeben. Es war das erste Auto, was ich mir gekauft habe, wo ich angefangen habe, so richtig Geld zu verdienen und ja, das erste Mal so richtig irgendwie auf eigenen Beinen unterwegs. Bin damals auch zu der Zeit dann von der kleinsten Wohnung, die ich hatte, in die nächstgrößere gezogen und so. Also da hängt, und ich bin echt viel mit dem Auto unterwegs gewesen und da hängt echt so ein bisschen Emotionen dran. Es ist auf jeden Fall, wird es ein anderes Fahren werden, anderes, ja, ein anderes Leben im Alltag und so. Aber das werdet ihr gleich selber sehen. I'm thinking of the ocean fly. I hope you'll find a place beside me. I think that I'm the only one that will make it all. Tja, ja, ich sitze im neuen Auto, bin gerade zurückgefahren und ja, es ist ein Ford Transit geworden. Ford Transit Custom, sagt man, glaube ich. Ich werde euch natürlich das Auto noch in Ruhe einmal vorstellen, aber ich wollte euch trotzdem mitnehmen, wie ich das Auto abhole, weil hält man doch gerne fest, wenn man sich ein neues Auto kauft, und ich habe das noch nie festgehalten früher. Allerdings habe ich ja früher natürlich auch keinen YouTube-Channel gehabt. Ja, ich bin jetzt gerade nach Hause gefahren, muss sagen, es ist ein sehr entspanntes Fahren. Dem Alter entsprechend jetzt natürlich. Die Bikes passen rein, man kann drin pennen. Das heißt, dieses Jahr gibt es auf jeden Fall den ein oder anderen Bike-Trip. Und so ein bisschen, ja, was in Richtung vielleicht Vanlife, Outdoor, alles, was man so erleben kann, rund ums Mountainbiken noch. Freue ich mich extrem drauf. Mich und ich haben ja zwei Autos. Das ist auf jeden Fall ein Privileg, weil bei manchen Jobs passt das Auto natürlich nicht in die Parkhäuser, was ein Problem ist. Allerdings kann ich dann wahrscheinlich einfach Michis Auto nehmen. Ansonsten muss das Auto natürlich für mich auch im Alltag funktionieren. Und das war mir besonders wichtig, dass ich Bike-Trips machen kann, dass im Alltag für mich funktioniert, die Räder reinpassen. Ja, ich habe praktisch von dem Modell hier das günstigste auf ganz mobile gefunden und Glück gehabt und den tatsächlich schießen können. Aber ja, ich will aber nicht zu viel verraten. Ich zeige ihn euch natürlich nochmal
in ganzer Pracht und ich werde einige Dinge an dem Auto ändern, weil ich halt doch noch nicht jetzt ganz so auf dem Level bin, dass ich jetzt so ein Fahrzeug fahre, was optisch so gar nichts hermacht. Also so ein paar Kleinigkeiten, alles was Low Budget ist, werde ich so ein bisschen verändern und euch dabei auch mitnehmen, weil vielleicht will das der ein oder andere von euch auch machen mit dem Auto. Ja, es ist ein Ford Transit Custom geworden und gehe jetzt unter die Leute, die jetzt hier so Vans fahren. Vielen Dank, dass ihr mitgekommen seid. Hat mir auf jeden Fall ein bisschen geholfen und mich ein bisschen davon abgelenkt, dass ich meinen geliebten BMW weggebe. So Leute, jetzt sitze ich auch schon drin am Schreibtisch und muss noch ein bisschen Videos für euch bearbeiten, Leute. Ich kann es irgendwie gar nicht fassen, ey. Richtig crazy Gefühl einfach. Man hat irgendwie früher immer so, ja, die Mountainbiker gesehen in den Parks, die dann so Autos hatten, die zum Hobby passen. Und man hat sich irgendwie auch immer sowas gewünscht und jetzt habe ich sowas irgendwie selber. Ist komplett surreal noch. So ganz, 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 ganz crazy irgendwie. Ja, ich freue mich extrem auf die Zeit, die jetzt kommt. Ich freue mich, dass ich diese Möglichkeit hatte. Bin dankbar dafür, dass ich mir ja so ein Auto zulegen konnte. Ja, allerdings wird es natürlich dann mit neuen Bikes kaufen erstmal knapp. Das ist erstmal vorbei, aber ich habe ja zwei geile Bikes im Keller. Und ja. Lasst gerne ein Abo da, Leute. Ich freue mich auf diesen kleinen Weg mit der Vorstellung vom Van, mit den Erlebnissen, die wir haben werden. Und natürlich mit den kleinen Veränderungen, wo ich euch Step für Step mitnehmen werde. Wir sehen uns in den nächsten Videos, Leute. Bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao.